Ohne jetzt fürchterlich zu übertreiben und zu dramatisieren, kann man sagen, Deutschland ist in einer Krise. Das gilt wirtschaftlich. Wir sind in einer, wenn auch noch milden Rezession, haben aber laut OECD die schlechtesten Wirtschaftsprognosen aller entwickelten Volkswirtschaften dieser Welt. Das ist schon mal nicht gerade ein Anlass zum Feiern, der begründen könnte, warum der DAX heute ein neues Allzeithoch erreicht hat. Ja, spinnt der? Was ist mit dem los mit dem DAX? Ja, was ist da los? Das wollen wir uns anschauen in diesem Video und das Ganze mal ein bisschen einordnen, was das bedeutet. Und vielleicht ist der DAX ja wieder ein bisschen spät dran mit seinem Allzeithoch, aber schauen wir mal weiter. Zunächst mal hier der Aktionär jubelt klingelingeling. DAX markiert am Dienstagnachmittag ein neues Allzeithoch über der Marke von 16.500 Punkten. Ein neues Rekordhoch. Wir hatten im Juli war es ja das bisherige Allzeithoch gesehen im DAX. Und wir sind natürlich ein bisschen überkauft. Schauen Sie sich mal diese Kerze an. Es ging ja bis Ende Oktober ziemlich deutlich nach unten mit den US-Indizes, die gefallen waren. Aber jetzt kommt dann eine Sondermeldung. Breaking News von NTV. Wir sind auf einem neuen Allzeithoch und das mit einem relativen Stärkeindex, ein Maß von Überkauftheit von über 81. Alles ab 70 ist schon überkauft. Also wir sind maßgeblich überkauft. Aber viele sind wohl auch short im DAX, müssen dann eindecken. Aber das alles vor dem Hintergrund, dass Deutschland ja nicht wirklich besonders dasteht wirtschaftlich. Wir sind in einer ökonomischen Schockstarre, könnte man sagen, auch in einer politischen Schockstarre, nachdem das Bundesverfassungsgericht ja zweimal Vorhaben der Bundesregierung praktisch totgeschossen hat. Jetzt fehlt nach dem zweiten Urteil der Bundesregierung so um und bei 60 Milliarden Euro und 24 könnten es auch noch mal ein paar Milliarden sein. Es wird wenig investiert. Wir haben ein Riesenproblem in der Bauindustrie. Aber der DAX steigt, aber nicht alles, was in Deutschland an Indizes kreucht und fleucht, steigt. Ja, es sieht ganz anders aus, etwa beim MDAX und beim SDAX, die ja wahrscheinlich beide sehr viel mehr die deutsche Wirtschaft wirklich abbilden, weil es eher nicht ganz so große Konzerne sind oder eben auch kleinere Firmen wie im SDAX, die dann viel Geschäft auch in Deutschland machen. Da sehen wir, das läuft alles nicht so gut. Wir haben die Reihenfolge DAX, MDAX und SDAX, der am, SDAX ist sogar noch besser als der MDAX. Also jedenfalls hier eine deutliche Differenz, die sind weit entfernt von ihren Allzeithochs. Und wir waren vorhin bei der Bundesregierung. Das ist ja eben eines der Probleme, dass so viel Unsicherheit besteht, für viele Firmen Unsicherheit besteht. Bekommen wir jetzt eigentlich eine verbal zugesagte Förderung, ja oder nein, wenn wir noch keinen Bescheid haben? Aber es ist vor allem das Vertrauen in diese Regierung offenkundig nicht gerade, naja, überschießend, kann man sagen. Die AfD jetzt mit einem neuen Hoch, 22%. Die SPD, also die Partei, die den Kanzler stellt, mal gerade 14%. Die Linken wären raus, die Grünen sind bei 14%, aber nur 23% der Bundesbürger, so eine frische Umfrage, trauen Scholz zu, Vertrauen in die Bundesregierung zurückzugewinnen. 74% glauben das nicht und sogar bei den Anhängern der Ampelparteien überwiegte die Skepsis, also sagen mehr als 50%, nee, kann er nicht. Und jetzt kommt noch dazu, dass unsere Jugend, nicht wahr, die wollen ja mehr so viel Work-Life-Balance, die wollen ein bisschen mehr Freizeit, die sagen, also erstens, mehr als 20 Stunden die Woche arbeite ich nicht und davon 19 Stunden bitte im Homeoffice. Das sind Aussagen, die man immer wieder von Leuten hört, die Mitarbeiter einstellen wollen, händeringend suchen. Und hier zeigt sich, naja, das könnte ohnehin ein Problem werden. Hier wurden 15-Jährige in der neuen PISA-Studie befragt. Solche Vergleiche sind immer nicht ganz unproblematisch, zumal nur Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften abgefragt werden. Also ein weiter Teil der Geisteswissenschaften überhaupt nicht irgendwie abgefragt wird, sondern immer nur diese naturwissenschaftlichen Kompetenzen, die natürlich wichtig sind, gar keine Frage, für Innovation in Sachen Patente und so weiter und so fort. Und da sind wir auf ein neues Allzeittief gefallen hier in Deutschland und das kann ich nur bestätigen. Was ich sozusagen anhand meiner eigenen Kinder sehe, erstens fallen total viele Stunden aus.
Und dann denke ich mir, also in dem Alter, in dem meine Kinder sind, war ich schulisch gesehen weiter, weil wir einfach viel mehr unter Druck waren. Hier in Hamburg ist es ja so, da kann man nicht wirklich durchfallen. Und das sind alles so Geschichten, da kommt jeder irgendwie durch, wenn er nicht ganz krass irgendwie neben der Spur läuft. Aber schauen wir uns hier mal an. Wir sind im Vergleich also deutlich etwa hinter den asiatischen Staaten. Singapur, da sind wir Hongkong, China ist vor uns, die Schweiz, Kanada, Niederlande, wie sie alle heißen, aber vor allem asiatische Länder. Und das ist eines der großen Probleme, dass dort eben gerade Naturwissenschaften relativ stark sind. Jetzt gehören dazu natürlich auch Fremdsprachen, all diese Dinge. Da sind zum Beispiel die Asiaten nicht besonders gut. Die haben zwar Englisch in der Schule, aber sprechen können die teilweise kein Wort. Das ist da bei unseren Kindern schon durchaus anders. Also man muss das schon irgendwo einordnen. Aber es ist schon so ein kleiner Beleg dafür, dass das schwierig wird, auch für die kommende Generation, die vielleicht dann die erste ist seit vielen Jahrzehnten, die weiß, dass es ihr möglicherweise schlechter gehen wird als ihren Eltern. Und das liegt auch vielleicht an der sehr riskanten, sagen wir es mal vorsichtig, Energiepolitik. Jetzt haben wir die AKWs abgeschaltet, die Flüssiggaskraftwerke, die sind praktisch nicht in Sicht, weil jetzt auch das Geld fehlt nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Dann sind wir bei der Windkraft, die ja viel wichtiger ist als Solar, was den Anteil an der Energieerzeugung betrifft. 50% hinter den Ausbauzielen. Die CO2-Preise auf Kohle steigen unaufhörlich. Und wir müssen jetzt immer mehr die Kohlekraftwerke anwerfen, um jetzt gerade bei diesen Temperaturen eben die nötige Energie zu schaffen. Das sahen wir zum Beispiel am 1.12. Da war Kohle mit 49,3% absolute Dominant, dann Gas. Wind 7%, Solar 0,6%. Also das ist natürlich das große Problem, dass du jetzt gerade im Winter ein Thema hast und wenn du dann keine Ersatzstruktur hast, wie etwa Atomkraftwerke, dann musst du Kohle rauffahren. Das, wie gesagt, wird immer teurer. Das heißt, der deutsche Steuerzahler zahlt dann über diese CO2-Abgaben nochmal gewissermaßen eine Strafe und die Amerikaner sehen das anders und viele andere Nationen auch. Die sagen, wir wollen Atomkraft ausbauen, weil eben da diese CO2-Geschichte nicht wirklich das Problem ist und vor allem du eine zuverlässige und stetige Energiequelle hast mit all den Problemen, die das ja auch, was die Endlagerung betrifft, durchaus mit sich bringt. Aber wir Deutschen gehen da einen Sonderweg und beschneiden jetzt diejenigen, die mit der Bundesregierung hier auch unbedingt diese Transformation in die grüne Nachhaltigkeit wollen, dass praktisch keine Zuschüsse mehr für Energieberatungen, Wärmepumpen, E-Lastenräder und so weiter und so fort. Und immer klarer wird, dass wir eben hier nicht aus der Kohle aussteigen können 2030. Und das ist schon ein ziemliches Desaster, denn es wird bedeuten, dass die Energiepreise hoch bleiben. Das wird sowohl die Konsumenten in Deutschland als auch eben die Wirtschaft, vor allem die energieintensive Wirtschaft in Deutschland belasten. Aber die Finanzmärkte und die Wirtschaft, das sind manchmal und meistens sogar inzwischen zwei verschiedene Dinge. Denn man träumt jetzt von Zinssenkungen bereits im April, nachdem die Wirtschaft nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland eben sehr, sehr schwach ist. Hier sehen wir mal den Bund Future. Das ist praktisch der Future auf die 10-jährige Rendite, deutsche Staatsanleihenrendite. Und da sind wir heute wieder nach oben. Das heißt, die Rendite ist gefallen. Wir sind jetzt nur noch bei 2,60%. Allein heute 11 Basispunkte. Das ist schon ein ziemlich großer Schnaps aus der Flasche. Das heißt, die Renditen gehen runter. Damit wird Geld latent billiger. Da hängen zum Beispiel Pfandbriefe dran. An denen hängen wiederum Immobilienkredite etc. etc. Aber ich will nochmal auf den DAX kommen, meine Damen und Herren. Und da wollen wir uns mal anschauen, der DAX. Wo verdienen eigentlich die DAX-Konzerne ihr Geld? 31,4% in der Eurozone, 24,7% in den USA. Emerging Asien 12,8%, UK 6,9%, dann haben wir ein paar andere noch, aber wir sehen, es ist vor allem die Eurozone und die USA, die hier dominant sind. Das heißt, es wird zwar viel Geld erwirtschaftet, der DAX-Konzerne oder für die DAX-Konzerne hier in Deutschland, aber es ist nur ein relativ kleiner Teil, der kleinste aller Indizes. Wir sehen beim MDAX, ist das so, dass eben
der Anteil doch deutlich größer ist. Man ist hier fokussierter eben auf den eigenen Währungsraum. Das gilt vor allem auch für den SDAX, also für den kleinen DAX, wenn man so will. Der DAX ist ein Call auf die Weltwirtschaft, wie mein Kollege Wolfgang Müller immer wieder titelt. Es ist eben sozusagen die Hoffnung auf sinkende Zinsen erstens und dass dadurch dann die Wirtschaft sich wieder erholt. Aber wenn wir uns China anschauen, das ganz schwach dasteht, wenn wir uns die Eurozone, ja, eines oder der wichtigste Absatzraum für die deutschen Konzerne im DAX, wenn wir uns das anschauen, das ist ja nicht gerade so, dass das Ganze floriert, vielleicht die Amerikaner, aber da kommen wir gleich dazu, denn die sind auch viel teurer etwa, was ihre Aktien betrifft, als europäische Aktien und das relativiert dieses Allzeithoch beim DAX nochmal, denn der DAX zum Beispiel ist, was das KGV betrifft, 80% günstiger als die US-Indizes oder als der US-Markt, der ja vorwiegend getrieben ist durch die großen Tech-Werte, eine Apple, eine Amazon, eine Nvidia, eine Tesla, wie sie alle heißen, die heute wieder mal dick im Plus sind, wie wir sehen, oder die das Ganze stützen, sagen wir mal so. Wir sehen vor allem eine Apple knapp 2% im Plus. Die Indizes, naja, sind unterschiedlich. Die Small Caps heute die Verlierer, die waren zuletzt die Gewinner mit 1,4% im Minus. Dow und S&P im Minus, Nasdaq, naja, so an der Grenze. Was also hält den Markt noch einigermaßen oben, es sind die großen Tech-Werte, aber 87% der S&P 500 Werte sind heute gefallen mit durchschnittlich 1,2%. Gäbe es also oder würden die großen Tech-Werte heute nicht so performen, dann sähe das Ganze nicht ganz so hübsch aus. Wir hatten heute die JOLTS, das hat zunächst für Euphorie an der Wall Street gesorgt, denn die sind mit 8,733 Millionen viel, viel schlechter ausgefallen als erwartet. Das ist der geringste Stand seit 2021. Die JOLTS sind praktisch offene, sind angebotene Stellen von Arbeitgebern. Wir sehen, dass diese viel schwächere Zahl eine 6-Sigma-Abweichung war, also eine sechsfache Standardabweichung. Das ist sehr, sehr selten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und dann haben wir auch in diesen Jobs die sogenannte Quits Rate. Das sind also diejenigen, die ihren Job verlassen, weil sie sagen, hey, ich verdiene woanders besser, da kündige ich mal. Und diese Quits Rate ist auch deutlich nach unten gegangen, so tief jetzt wie seit Anfang 2021 nicht mehr. Ein Zeichen dafür, und das zeigen auch die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, dass es nicht mehr einfach ist, wenn du mal deinen Job los bist, jetzt einen neuen zu bekommen. Das heißt, der Arbeitsmarkt schwächt sich ab. Und das ist dann das Zeichen wahrscheinlich, dass die Amerikaner in eine Rezession hineingehen werden. Wir sehen hier diese JOLTS, diesen Absturz. Und vor allem sind vier der letzten fünf JOLTS-Reporte maßgeblich nach unten revidiert worden. Das heißt, die Zahl war real dann viel schlechter. Ja, was ist da los? Warum, wieso, weshalb? Nun, es geht die böse Saga an der Wall Street, dass da die beiden Administrationen die Zahlen, sagen wir mal, ein bisschen freundlich gestaltet, vielleicht freundlicher als die Wirklichkeit ist. Und das sieht man in diesem Unterschied zwischen GDP und GDI. GDP ist ja die Wirtschaftsleistung, also das BIP. GDI ist das komplette nationale Einkommen, also all das, was an Geld verdient wird für Güter und Dienstleistungen einer Nation. Und das weicht so stark voneinander ab, dass man schon die Frage stellen muss, das gab es so krass eigentlich praktisch noch nie. Und immer diese Revisionen, diese Abwärtsrevisionen, etwa bei den Non-Farm Payrolls, bei den großen Arbeitsmarktdaten, die jetzt am Freitag ja wieder neu anstehen, das ist schon ein bisschen verdächtig. Heute auch ISM Index Service, der war ordentlich, allerdings die Preise weiter hoch mit 58,3. Alles über 50 heißt, Preise steigen weiter zum Vormonat. Das heißt, wir haben nach wie vor gerade im Dienstleistungssektor Inflationsdruck. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Anleiherenditen fallen, heute auch wieder wegen den JOLTS in den USA. Und hier sagt Mohamed El-Erian, die Fed riskiert sozusagen die Kontrolle zu verlieren, was die Zinsen betrifft. Die Märkte sagen der Fed, es ist mir egal, was du über die Zinsen sagst, du wirst etwas komplett anderes tun, als was du sagst. Genau das ist das Problem. Wir haben es gesehen am Freitag, als Powell versuchte, die Märkte zu warnen. Es hat nicht wirklich geholfen, aber BlackRock warnt jetzt vor Zinsenttäuschung und sagt also, die Fed wird vielleicht nicht so schnell die Zinsen senken. Dementsprechend sei man jetzt nur noch neutral für Aktien, nicht mehr positiv. Die EZB dürfte das dagegen eher tun. Das könnte ein Grund sein, warum der Euro jetzt so langsam wieder unter Druck kommt. Abschließend hier noch zu US-Aktien. November hatten wir ein riesiges Volumen an Buybacks.
also an Aktienrückkäufen durch die Unternehmen selbst. Das allerdings wird jetzt am Freitag enden, da werden immer mehr Firmen in die Blackout Period kommen, also dürfen keine eigenen Aktien mehr kaufen. Die Wall Street Rally, die Aktienrally, die im November ja gewütet hat, kann man sagen, ist aus dem Ruder gelaufen, sagt ein Experte. Warum, wieso, weshalb und weshalb es durchaus kritisch werden kann an der Wall Street, das lesen Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung und die zweite und letzte Empfehlung für heute, meine Damen und Herren, das ist das, was wir morgen vorhaben mit André Stagge. Nämlich einen Ausblick zu wagen auf das, was 2024 zu erwarten ist. Welche Tendenzen, welche Stränge werden sich fortsetzen? Welche werden sich wahrscheinlich umdrehen? Was tun? Mit welcher Systematik an die Dinge rangehen? Das wird uns der gute André im Gespräch mit mir sicherlich verraten. Ich denke auch, wir werden ein bisschen Spaß dabei haben. Noch ist Zeit, ein paar Stunden Zeit für die Anmeldung, aber nur bis heute 0 Uhr, also 24 Uhr. Dann ist finito, dann wird hier zugemacht. Also wer es noch nicht gemacht hat, der möge sich jetzt schnell hinsetzen und den Link, den ich unter das Video gepackt habe, klicken, da diese Registrierung abschließen und alles ist schick. Also ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.